Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Ups! Ist mir gerade eben schon mal passiert, vor 2 Sekunden. Ja, wir spielen weiter. Wir sind im Moment in Amsterdam, haben unser Auto repariert. Und ja, ich habe viel Stress im Moment. Hab zwar Urlaub, aber habe Stress. Wahnsinn, oder? So, das Lustige ist, die Umgewöhnung jetzt auf diesen Simulator ist natürlich super enorm vom Fahrfeeling her. Das reicht, weil er jetzt wieder richtig Power hat. Wahnsinn. Wie schnell sind wir denn bitte? Huch, da vorne ist die Firma. Bäh. So. Gucken wir mal, was wir so Schönes fahren können, beziehungsweise wo wir am meisten Knete für kriegen. Hier kriegen wir 4.970. Weniger. 5.744. Da war irgendwas mit 4.000, ne? Genau. Dann fahren wir nach München und fahren wieder Tischwaren. Naja, egal. Was soll's. Es gibt bald, wenn nicht sogar beim Release dieser Folge, ein kleines Video zu meiner neuen Webseite. Wäre auf jeden Fall total cool, wenn ihr dann auch mal dort vorbeischauen würdet. Aber das kann auch sein, dass es noch was dauert, bis das Video hochgeladen ist. Das kann ich euch noch nicht ganz versichern. Wenn jetzt speziell das Video hochgeladen wird. Boah, nach der Reparatur geht das Ding ja ab wie ein Zäpfchen hier. Wahnsinn. Warum ich so schnell fahre? Ich möchte endlich die ADR-Lizenz haben. Heimliches Licht angemacht. Wir haben ja momentan, lasst mich nicht lügen, wie viele Let's Plays haben wir am Laufen? Oh wei, wie viele waren das? Euro Truck Simulator, Amnesia nähert sich dem Ende. Dann Let's Play Sunrise und Scania momentan. Einige also. Ich sag ja, ich fahre jetzt extra was schneller. Aber auch nur für nicht so lange Zeit. Jetzt muss ich eh nachgucken, wo ich am besten lang fahre. Und zwar müssen wir nach Frankfurt. Auch wenn man so gut wie durch den Nachtmod nichts erkennt, egal. Einfach drauf scheißen. Wird schon funktionieren. Wir sind Profis. So, mal langsam vom Gas runtergehen. Boah, wie lange die Nadel braucht, um aufzutauchen. Ist eh was müde, also rasten. Ja, also Scania ist um einiges besser als Euro Truck Simulator, definitiv. Was jetzt... Ah, cool. Was jetzt den Realismus alleine schon angeht. Merkt man das sehr stark. Allein die Beschleunigung hier.
so abnormal. So beschleunigt normalerweise ein Ferrari oder so. Also bitte. Sorry, ich habe gleichzeitig Skype offen schon wieder. Das ist eigentlich eine total dumme Idee ist von mir. Könnte der Tempomat jetzt mal die Geschwindigkeit halten? Nö, kriegt er nicht hin. Aha, nö. Keine Ahnung warum, er kriegt's einfach nicht gebacken. Ach ja, was soll's. Mindestens weiß ich jetzt schon mal, was Tischwaren sind. Immerhin. Ja, also auf der Webseite könnt ihr dann genauer nachschauen, welches Video hochgeladen wurde. Weil YouTube im Moment so rumspackt. Ist ja nicht mehr schön. Haben wir noch genug Sprit, Leute? Locker, oder? Ja, bestimmt. Nur mal ein bisschen heizen. Wow! Oh, mein Gott! Zum Thema Heizen. Das Heizen, das bringt einen ja halb um. So ganz heimlich schnell fahren. Entschuldigung. So, wie gesagt, die vernünftigen Parts kommen auch wieder. Wo ich nicht so schnell fahre. Hallo? Wow! Yay! Oh Mann. Boah, kurz anhalten. Mann, war das knapp. Boah. Ja, ja. Huch. Okay, die Kurve war definitiv zu eng für die Geschwindigkeit, die wir hatten. Naja, passiert. Was soll's. Wenn der Tempomat dann wenigstens funktionieren würde. Ha. Ich hab abgezogen hier. Noch gar nicht zu schnell unterwegs oder so. Kein Stück. Ah, okay. Tempomat funktioniert wieder. Wunderbar. Kann ich ja wieder ein bisschen chillen. Nur der funktioniert nicht. Aber was soll's. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf den Eurotruck Simulator Nummer 2. Und ich
glaube, nicht nur ich werde mich darüber freuen, dass das Ding bald rauskommt, sondern so einige andere User auch. So wie Abonnenten von mir. Wie gesagt, es wird Let's Played, auf jeden Fall. Dann, damit endet aber dieses Let's Play hier. Ja. Ich gucke jetzt, dass täglich so eine Folge hochgeladen wird, damit wir mal fertig kommen. Ja, manchmal könnte ich mich selber umbringen. Oh, nicht schön. Erst recht, wenn wir überlegen, dass ich vor kurzem noch mit dem LKW in der Werkstatt war, ne? Das war alles für den Arsch. Wahrscheinlich. Funktioniert wieder. Oh Mann, 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 Mann. Wir haben die Griechen platt gemacht übrigens. Finde ich gut. Bald müssten wir in München angekommen sein. Ein bisschen mehr Gas geben. Nicht, dass die Tischwaren wichtig in dem Moment sind. Und einer verhungert jetzt, weil er keine Gabeln kriegt. Lustig ist auch, was war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab's vergessen. Dann war es auch nicht wichtig, sagt man doch. Aber genial ist auch, dass ich neben der Autobahn fahre, laut Navigationsgerät oben rechts. Das heißt Navi. Ist ja nicht mal Navi. Boah, ich nehme nie mehr nachts irgendwann eine Folge Truck-Simulator auf. So, Scania kannst du aufnehmen nachts. Da kriegst du Adrenalin. Und zu welch einem Wunder Bus-Simulator 2012 kommt diese Woche, also nächste Woche, ab dem 25. gibt es das wieder auf meinem Kanal. Ich zieh mal dran vorbei, ja. Du brauchst mir zu lange. Ja, war klar. Naja, was soll's. Sind wir müde? Wir sind müde.
rasten wir direkt, wenn wir einmal hier sind. So, Haya Popeye machen. Lämpchen anschmeißen. So, ganz chillig im letzten Gang tuckern wir gerade. Wir müssen da jetzt eh von runter, also warum sollte ich jetzt übertrieben Gas geben? Obwohl es eine Schnellkurve ist, so gesehen. Die kann man schön flott nehmen. Ich hatte das Gefühl, dass dieser LKW gleich wieder kippen wollte. Ach hier, mein Tempomat hält unerlaubte Geschwindigkeiten sehr gerne. Wie ich gerade feststelle. Ah, auch die normalen, ja wunderbar. Ja, ich fahre extra so langsam. Ganz gemütlich 60 km/h chillen. 9. Gang sind wir. 12. Gang. Wunderbar. Schön leise. Ein Flüsterauto haben wir jetzt. Nein! Boah, man sieht ja in den Seitenspiegel schon gar nichts mehr. Ganz schön ungewohnt, wenn man sich darauf manchmal fixiert. Grad haben wir draußen. 95 Grad hat das Öl. Ist doch komplett okay. Willkommen in München. Hallöchen. So, dann kriegen sie jetzt erstmal ihre Tischwaren. Die nicht Ruhe geben. Ist ja schlimm. Wie viel Besteck verbrauchen die? Sind wir nicht letzte Folge schon dahin gefahren mit Tischwaren? Nein, wir sind nach Amsterdam mit Tischwaren gefahren. Ja, achso. Jetzt haben sie sie bekleckert. Jetzt kriegen sie sie zurück und dürfen sauber machen. Gar nicht mal so dumm. Boah, was eine Kurve. Wunderschön. So wie Gott sie geschaffen habe. Habe, genau. So wie ich sie geschaffen habe, habe ich sie auch gefahren. Muhaha. Anhalten. Als ob ich es gewusst hätte. Na, das geht besser. Oder auch nicht. Ein wenig Fudeln muss ja sein, oder? Obwohl, es war ja nicht gefudelt.
Nein, das gibt's. Ist doch jetzt ein Witz, oder? Was? Ah, okay. Boah. Ja, okay, passiert. Okay, das ist doof. Gut, weiter geht's im nächsten Part. Und wir kommen ganz schön schnell an die 25.000 Euro ran. Geht flott. Bis gleich.